So, gucken wir uns die Dinger mal an. Oh nein, großer Cloud, bitte friss uns nicht. Wir sind nur arme kleine Würmer und haben niemandem jemals etwas getan, wirklich. Wie geil. Außerdem sind wir Vegetarier. Ich bin sogar vegan. Bitte, Alter, wie geil. Cloud, ich bin der Letzte meiner Familie und wenn ich sterbe, wird mein Name für immer verschwinden. So, wie heißt du denn? Mut, wie wir alle. Also den kannst du gerne essen. Ein Mut, der nicht mal seinen Namen weiß. Außerdem schmecken wir ganz furchtbar. Um ehrlich zu sein, wir schmecken, wie wir aussehen. Gelmellen sind da leckerer. Okay, gelten als eine legendäre Delikatesse in der Gastronomie der Blues. Murtwürmer sind selten und teuer. Sie können sowohl in einer Sauerstoffatmosphäre als auch in verschiedenen Flüssigkeiten, beispielsweise gartassischer Rahmsoße, recht lange überleben. Außerdem haben sie ein telepathisches Talent entwickelt, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Sie lesen die Gedanken ihrer Fressfeinde und warnen ihnen dann telepathisch. Es ist schon vorgekommen, dass ein Murtwurm behauptet hat, er wäre giftig. Eine Halluzination, eine giftige Halluzination. Der Esser würde sich danach wegen Giftstoffen für eine Pflanze halten. Oder der Wurm wäre die reinkarnierte Großmutter des Betroffenen. Es ist wichtig anzumerken, dass all diese Warnungen und Lügengeschichten rein instinktiv erfolgen, als Reflexion des Bewusstseins des Fressfeindes. Okay, na, da hinten. Achso, das war ja gar nicht ich. Ich habe gedacht, ich bin es der hier langläuft. Nee. So, hier. Spar dir deine tyrannische Überflüssigkeit. Für mich auch. So. Hier, Futter. Sieh mal an, du scheinst wenigstens die primitivsten Verhaltensregeln zu kennen. Immerhin etwas. Ja. No, und jetzt hier Karte. Ein leicht zu dechiffrierender Code. Dir ist aber sicher bewusst, dass derartige Manipulationen in der Akademie nicht sehr gerne gesehen werden. Alter, das Vieh hat vier Augen. Das ging ja schnell. War das schon alles? Was willst du noch? Soll ich dazu noch ein Tanzbein schwingen? Verschwinde jetzt! Du hast, was du gewollt hast! Danke, ich... Wenn du nicht vorziehst zu gehen, hetze ich dir die rosa gepunktete Kreatur des Wahnsinns an deinen Stubbelhals! Faszinierend. Ich habe die ganze Zeit den Mund gesucht, bis ich festgestellt habe, der ist da. So, ich kann jetzt zurück und kann ins Robotiklabor. Nein! Rennen! Robotik. Das symbolträchtigste Gebäude der Warringer Akademie ist der Rainbow Dome. Der Rainbow Dome. Die Architektur des Gebäudes ist der Form eines auf den Boden aufprallenden Wassertropfens nachempfunden. Das Hauptgebäude bildet dabei der wieder aufstrebende Tropfen, der von einer Korona von 16 kleineren Tropfen umgeben wird. Aber irgendwo hatte ich noch sowas rumliegen gesehen. Ich kann ja mal Brandon fragen, ob er noch eine hat. Bei dem fliegt doch auch sonst immer alles Mögliche rum. Okay. Na, was kann ich da wohl anstellen? Sieht aus wie der Eingang zu den Luftschächten von den Robotiklabors. Aber der Schacht ist trotzdem noch viel zu eng, damit ein Mensch durchpasst. Ich muss auf jeden Fall anders in die Labors kommen. Vielleicht kann ich ja den Pförtner irgendwie ablenken. Ich habe da eine Idee. Wer sagt's denn? Jetzt ist Bullis Leclerc endlich fernsteuerbar. Okay, das könnte klappen, wenn ich in einem der Labors was finde, um den Laden ordentlich aufzumischen. Hoffen wir nur, dass dieses Lüftungssystem auch wirklich zum Labor führt. Oh nein. Keine optischen Ortungssysteme, keine Raumscanner. Was hat Bulli denn da für ein primitives Modell? Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Nein! Satz mit X. War wohl nix. Auf ein neues. Oh nein.
Keine optischen Ortungssysteme, keine Raumscanner. Was hat Bulli denn da für ein primitives Modell? Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Ich überlege jetzt auch gerade, was ich jetzt hier tun kann. Zurück geht nicht. Was passiert doch da? Ist wieder weg. Okay. Okay, gehen wir zur nächsten Abzweigung. Ne, warte mal, das Ding ist da, noch nach rechts muss ich drehen. Vielleicht eines der beiden Labors, in denen ich schon war. Womöglich von diesem Herrn Huber. Wenn der den Raumer sieht, bin ich geliefert. Besser nicht. So wie sich das anhört, bin ich direkt über diesen Roboterarm. Aber selbst wenn es mir gelänge, die schon wieder zu stören, wird das wohl kaum diesen Sicherheitsfuzzi von seinem Stuhl holen. Das erledigen dann die Laboranten. Und ich habe Leclerc verloren. Okay. Das könnte das Labor von diesem Ara sein. Aber das war viel zu aufgeräumt, damit ich da ernsthaft Krawall veranstalten könnte. Lieber kein Risiko eingehen. Okay. Da war doch noch irgendwo so ein Kribbelding. Ja. Kommen wir dann näher. Rechts rum. Rechts rum. Nee. Na, links. Das könnte das Labor von diesem Ara sein. Ach, da war ich doch gerade schon. Aber das war viel zu aufgeräumt, damit ich da ernsthaft Krawall veranstalten könnte. Lieber kein Risiko eingehen. Oh, das könnte das Labor von diesem Ara sein. Ich bin jetzt... Wo bin ich denn? Da. Satz mit X. Aber nix. Auf ein neues.
Okay. Oh nein. Also, keine vor. Optischen Ortungssysteme, keine Raumscanner. Was hat Bulli denn da für ein primitives Modell? Wie soll ich denn damit zurechtkommen? Nein. Links. Nur nach rechts. Hört sich an wie das Piepsen von Monitoren. Wahrscheinlich der Security-Raum. Och nein. Keine Ahnung, was ich da mit meinem Modellflieger ausrichten könnte. Ich bin gerade total überfordert, wo ich jetzt hier hin muss. Wo bin ich denn hier gelandet? Dem Geräusch nach zu urteilen, könnte das der Raum mit den Prototypen sein. Aber was kann ich in einer vollautomatisierten Testabteilung mit meinem Leclerc schon anrichten? Vielleicht eines der beiden Labors, in denen ich schon war. Womöglich. Ach, ist doch für ein Eimer vielleicht hier. Eines der beiden Labors, in denen ich schon war. Ach, womöglich nee. Von diesem Herrn Huber. Wenn der den Raumer sieht, bin ich geliefert. Besser nicht. Ich kann aber auch was nicht. Was nicht passt, passt nicht. So. Express-Haltepunkt Robotik. Das hilft mir aber alles irgendwie nicht so weiter. Nicht wirklich. Wer auch immer hier gerade dran arbeitet, das hier ist wohl sein Werkzeugkasten. Satz mit X. War wohl nix. Auf ein neues.